Produktivität steigern. Vier Tipps, die dich produktiver machen. Der erste Tipp ist, verwende die Pomodoro-Technik. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann geh auf Google und google nach Pomodoro-Technik. Pomodoro heißt Tomate und die Tomate, die wird in kleine Scheiben geschnitten und diese einzelnen Teile, das ist praktisch immer der Schritt, den ich jetzt bearbeiten möchte. Pomodoro-Technik schlägt, glaube ich, vor 30 Minuten die Arbeit zu unterteilen in 30-Minuten-Schritte, immer 25 Minuten zu arbeiten und 5 Minuten auszuruhen. Und diese 25 Minuten, die werden also wirklich eng getaktet. Da gibt es extra einen Timer, der dann klingelt nach 25 Minuten und der heißt jetzt Stopp, egal wo ich bin. 5 Minuten ausruhen hat den Zweck, dass mein Kopf frei wird von den Gedanken, in denen ich gerade drin bin und sich erholen kann. Ja, ich habe es mal eine Zeit lang probiert. Mir ist das irgendwie zu eng getaktet. Mich stört es eher bei meiner Arbeit. Ich denke, so wie bei allen Produktivitätstipps, es ist immer was, kann ich es für mich selber hernehmen? Vielleicht kann ich es auch nicht ganz so hart hernehmen. Vielleicht muss ich es für mich ein bisschen anpassen und statt 30 Minuten halt 60 Minuten sagen. Auf jeden Fall macht es Sinn, finde ich, die Dinge sich anzuhören und auch auszuprobieren für sich selber und dann das Beste für sich selber rauszunehmen. Mich hat es deshalb gestört, weil ich gerne in den Flow komme. Das heißt, ich arbeite gerne sehr fokussiert an einer Sache. Und wenn ich das mache, dann kann es sein, dass ich plötzlich jedes Zeitgefühl verliere und die Zeit dann wie im Flug vergeht. Aber ich bin dann auch hochproduktiv und bin genau an diesem Punkt dran. Das Problem beim Flow ist, einmal ich messe keine Zeit mehr, da hilft dann ein Timer, um rauszukommen. Da wäre die Pomodoro-Technik durchaus gut, aber ich brauche Zeit, um in den Flow zu kommen. Das geht oft nicht innerhalb von 1-2 Minuten oder 5 Minuten. Manchmal brauche ich 10 Minuten oder Viertelstunde dafür. Und wenn ich so lange brauche und dann gleich wieder rausgerissen werde durch den Timer, dann ist das nicht sehr produktiv für mich. Dann möchte ich einfach länger im Flow sein. Außerdem finde ich Flow sehr angenehm und ich mache das sehr gern. Aber die Schwierigkeit beim Flow ist wirklich, es hat nicht so viel Sinn, wenn ich dann 3 oder 4 Stunden lang im Flow bin, weil dann im Prinzip der halbe Tag vergangen ist und ich dann auch Produktivität verliere. Da ist schon was Wahres dran an der Pomodoro-Technik. Also von dem her ist für mich wahrscheinlich so Mittelweg 1 Stunde, dass ich spätestens nach 1 Stunde sage, hey, ich muss jetzt rauskommen, ich brauche Pause, ich muss mich körperlich bewegen und muss einfach gucken, dass ich da nicht versumpfe in meinem Flow und dann vergeht der Tag und ich habe letztendlich wenig geschafft oder nichts geschafft. Es ist immer so ein Mittelweg zwischen dem ganzen Pomodoro-Technik. Erste Technik. Zweite Technik ist die 80-20-Regel. Die ist erfunden worden von einem Herrn Pareto. Deshalb heißt es auch Pareto-Prinzip. Ist, glaube ich, schon vor 100 Jahren gewesen. War ein Italiener, wenn ich mich erinnere. Auch da kannst du googeln und mehr dazu wischen. Also Pareto-Prinzip heißt, 80% deiner Aufgabe erledigst du in 20% deiner Zeit. Und die restlichen 20% der Aufgabe, dafür brauchst du 80% deiner Zeit. Da steckt ein bisschen der Perfektionismus mit drin. Wenn ich perfektionistisch bin, dann brauche ich sehr, sehr viel Zeit am Ende, um alles wirklich perfekt zu machen. Und das sind genau diese 80% der Arbeitszeit. Also drehe ich es um und sage, ich arbeite nur 20% meiner Arbeitszeit an der Aufgabe und erreiche damit 80% der Aufgabe und höre dann auf. Hat zur Folge, dass ich einmal extrem schnell bin, weil ich komme mit 20% aus, hat aber auch den Nachteil, dass meine Arbeit eben nicht perfekt ist. Das heißt, da sind Fehler drin. Das könnte ein Rechtschreibfehler sein. Das könnten andere Dinge sein, die Außenstehenden normalerweise sofort auffallen, weil sie halt draufschauen und sehen, ey, das sind ja Fehler, die kann ich ja sofort beheben. Aber das Problem dabei ist eben, diese Fehlerbehebung kostet ja dann sehr viel Zeit. Es läuft ja dann genau in diesen 80%-Schienen hinein. Also der Ansatz ist durchaus gut, zu sagen, ja, ich arbeite mit 20% und habe dann ein Arbeitsergebnis, was zu 80% richtig ist. Jetzt ist halt die Frage, in welcher Situation befinde ich mich gerade? Ist es eine Situation, die von mir eine hohe Genauigkeit erfordert, weil das Ergebnis risikobehaftet ist? Dann darf ich diese 80-20-Regel vielleicht nicht anwenden. Aber es ist wahrscheinlich so, dass die meisten unserer Aufgaben eben kein hohes Risiko haben und da können wir uns durchaus kleine Fehler leisten und dann lohnt es sich wirklich, nur mit 20% an die Aufgabe ranzugehen und dann auch wirklich einen Stopp zu machen und das nicht noch weiter zu treiben. Wobei hier auch der Übergang fließend ist. Es gibt durchaus Aufgaben, da kann ich mit 5% meiner Arbeitszeit sehr, sehr viel erreichen und mache dann Stopp. Oder es gibt eben diese Aufgaben, wo ich vielleicht auch 40-50% investieren muss oder vielleicht auch noch mehr aus Risikogedanken. Auf jeden Fall ist dieser Ansatz 80-20 wirklich gut und zu überlegen. Das war die zweite Technik. Die dritte Technik, das ist
Timeboxing. Timeboxing, meine ich, habe ich gelernt bei der Softwareentwicklung, Scrum oder gab es da irgendwas. Timeboxing heißt letztendlich, jede Aufgabe, die ich mache, die braucht genau so lange, wie viel Zeit ich ihr gebe. Das heißt, auch wenn ich sage, ich könnte die Aufgabe noch viel schneller machen, aber ich habe jetzt einfach Zeit und arbeite einfach mal drauf los, dann wird das meine Zeit aufbrauchen. Kannst du natürlich sagen, okay, was soll's, ich habe ja die Zeit, aber ja und nein, wir reden nachher nochmal drüber, beim vierten Tipp dann, aber beim dritten Tipp, Lebenszeit ist etwas, was wir nicht wiedergewinnen können. Wenn wir es eingesetzt haben, dann steht dieser Einsatz. Das ist in der Vergangenheit und der Einsatz ist getan. Ich kann natürlich auch meine Lebenszeit einsetzen für andere Dinge, die anderen Leuten mehr bringen oder mir mehr bringen. Das kann ich steuern. Ich bin natürlich da frei, nicht immer, aber bei vielen Sachen bin ich frei. Und es macht schon Sinn, sich zu überlegen, wo bringe ich meine Lebenszeit in einer guten Weise ein. Also, das Timeboxing sagt, wenn ich mit wenig Zeit meine Aufgaben erfüllen möchte, dann sollte ich meine Zeit gut planen und ich sollte meine Zeit abschätzen, wie lange ich brauche für eine Aufgabe und meine Zeit, die ich mir dann selber gebe für die Aufgabe, kürzer nehmen. Also mich quasi unter Druck setzen, dass ich schneller fertig bin. Und das Interessante ist, das funktioniert. Ich kann meine Aufgaben dadurch schneller erledigen. Allerdings entsteht dadurch auch ein Druck. Und dann muss ich halt wissen, wie viel Druck ich gerade aushalte. Wenn ich gerade wenig Druck aushalte, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn ich das geübt bin und ich kann mehr Druck aushalten. Das hat auch was so ähnlich wie Muskeln zu tun. Dann kann ich dieses Timeboxing, dieses Zeitfenster auch noch enger setzen. Und das ist so ähnlich wie Muskeln. Je öfter ich das mache, desto stärker werden meine Muskeln, desto mehr kann ich diesen Druck auch aushalten und kann dadurch auch das Zeitfenster enger setzen. Darf man sicher nicht übertreiben, aber ich kann mich da schon ein bisschen strecken und kann dazu ein bisschen lernen und kann dadurch schneller werden. Ja, und jetzt kommt der vierte Tipp. Das ist die Erholung. Wenn ich mich schon so unter Druck setze, dann muss ich mich auch erholen auf der anderen Seite, sonst funktioniert es nicht auf Dauer. Das heißt, Erholung gehört ganz wesentlich dazu zur Produktivität. Und bei der Erholung ist es so, dass jeder Mensch anders ist, wo ich mich erholen kann, wo ich mich am besten erholen kann. Es gibt einfach Dinge, die liefern mir in kurzer Zeit viel Erholung und andere Dinge, die liefern mir auch Erholung, aber es braucht mehr Zeit, es braucht länger. Und das sollte ich von mir selber wissen. Wenn ich das weiß, dann kann ich mich in relativ kurzer Zeit sehr, sehr schnell erholen, weil ich mich kenne, weil ich weiß, was mir die Erholung bringt und kann dadurch auch meine Zeit besser ausnutzen, zumindest in den Phasen, wo ich nur wenig Zeit zur Verfügung habe für Erholung. Dafür sollte ich das wirklich wissen. Deshalb beobachte dich selber, schau dir an, was du machst in deiner Erholzeit und wie viel Erholung es dir bringt, in welcher Zeit, wie viel Zeit du dafür brauchst. Wenn du diese Sachen herausfindest, was dir am schnellsten Erholung bringt, dann merk dir das und setzt es auch immer wieder ein. Wird sich vielleicht auch mit der Zeit ändern. Aber es hat einen ganz großen Vorteil, weil du wirklich innerhalb kurzer Zeit deinen Akku wieder auffüllen kannst. Das ist fast so ähnlich wie ein Akku beim Handy. Wenn der Akku leer ist, brauchst du Erholung, dann hilft dir die ganzen Produktivitätstipps nichts. Und wenn du nur wenig Zeit hast, dann ist es gut, wenn du weißt, wie du ein Schnellladegerät hast für deinen Akku. Und wenn der Akku wieder voll ist, dann kannst du wieder vollpowern und kannst wieder alles Mögliche machen, kannst die Produktivitätstipps einsetzen, die Pomodoro-Technik, die 80-20-Technik oder das Timeboxing. Und das waren jetzt meine vier Produktivitätstipps. Ich wünsche dir, dass du sie gut anwenden kannst, dass du weiterkommst in deinem Leben und dass du mit deiner Zeit gut auskommst, dass du deine Zeit gut einteilst, weil letztendlich haben wir unsere Zeit nur einmal zur Verfügung und können sie uns nicht irgendwie verdienen oder vergrößern. Jeder Mensch hat die gleiche Zeit zur Verfügung. Ganz anders als Geld. Geld können wir wirklich verdienen, können wir auch mal zu viel ausgeben, aber wir können es wieder zurückverdienen. Aber es geht mit Zeit nicht. Zeit können wir nur einmal einsetzen. Zeit ist eine unserer wertvollsten Ressourcen und die gilt es wirklich gut einzusetzen. Dazu gehört auch noch, dass wir genau wissen, warum wir die Dinge tun. Also diese Frage nach dem Warum. Das ist aber jetzt ein anderer Podcast darüber oder YouTube. Da können wir noch mal extra drüber reden. Soweit für heute die vier Tipps für deine Produktivität. Ich wünsche dir, dass du gut mit deiner Zeit umgehst und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin.